Ich habe einen Trick vorbereitet. Okay, Michelle, versuch du. Ich bin gerade im Weg zum Busbahnhof, weil Leon und Michelle nach einer 14-stündigen Busfahrt zurück von ihrem zweiwöchigen Hollandurlaub kommen. Ich glaube, die sind jetzt richtig ausgeruht und ein liebevolles, harmonisches Pärchen. 14 Stunden in diesem Scheißbus. Du wolltest... Nein, du hast es dir ausgesucht. Ich war so wütend, ich habe geschwitzt, so sauer war ich. Da waren uns zwei Mädels hinter uns. Und die eine hat wirklich die Irrelevanz ihres Lebens komplett ausgebreitet vor der anderen. Um 2 Uhr nachts im Bus. Ich habe es mitgeschrieben, um das jetzt quasi auch wirklich rüberzubringen. Ah, oh Gott, ja. Die Jungs haben rumgeschrien, geil. Das war's, du hast es mitgeschrieben. Pass auf. Wer ist jetzt der Verrückte im Bus? Heute habe ich eine schlechte Nachricht bekommen. Wir sind jetzt zusammen. Ihr Wichser. Malenchi, sie sind jetzt zusammen. Nein! Wie kannst du nur? Was ist mit unserem Plan, Leon? Ja, what the fuck? Falls ihr euch jetzt wundert, warum das eine schlechte Nachricht ist, ich und Malenchi haben das alles schon ausgeschmiedet. Ich und Mike haben alles schon ausgeschmiedet, wie wir das machen am besten. Und du musstest es verkacken. Das Ding ist, es war ein super süßes Date, aber es war nicht der richtige Moment für das. Ja, der richtige Moment ist vor der Kamera! Das ist so bescheuert. Wir machen das einfach nochmal so, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke. Gerne. Das alles spielt in einer amerikanischen Vorstadt. Michelle kommt gerade von der Highschool nach Hause oder kämmt sich in der Einfahrt die Haare, spielt mit OBs, keine Ahnung, was Mädchen in einem Alter also machen. Auf jeden Fall hört sie hinter sich ein Geräusch. Und als sie sich umdreht, entdeckt sie den neuen Quarterback des Footballteams, Leon Ostwald. Mit einer Boombox oder einer Riesenboombox. Nein, er fragt sie, ob sie mit ihm zum Abschlussball gehen will. Aber was sie nicht weiß, ist, dass auf der Rückseite die eigentliche Frage steht. Willst du mit mir gehen, HDGDL? HDGDL, Digga, sowas will ich niemals sagen. Dann halt sowas wie Wanna be my GF. Warum bist du überhaupt auf einmal Englisch und so eine Scheiße würde ich niemals machen, das weißt du genau. Ja, nee, das ist, du weißt schon, einfach so, so ähnlich halt. Worauf Michelle sagt, oh mein Gott, natürlich, oder so ähnlich halt. Und Leon so, ich liebe dich. Und Michelle so, ich dich auch. Aber weißt du, was ich noch mehr liebe? Mein kleines Floss! Cut. Hallo? Was ist bei euch eigentlich der Plan? Sophie wollte den Drunk Get Ready With Me drehen. Und seid ihr ready? Ja. Und seid ihr drunk? Ja. Und was ist eigentlich hier passiert? Sophie so. Ups! Malenchi! I just wanna be okay. I just wanna feel okay today. I just wanna. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Vlog im Zirkus erinnern, wo wir Malenchi überrascht haben. Nur gab's da ein kleines Problem. Malenchi muss mir gerade irgendwas sagen, irgendwas beichten, habe ich das Gefühl. Ja, und zwar. Ich wusste schon, dass wir heute hinfahren. Nein! Hanna hat's verraten. Nein! Sie hat's ausgeplappert. Ich bring sie um. Ich stand im Aufzug. So, keiner sagt. Hanna, 5 Minuten später. Glaubt ihr, wird's kalt im Zirkus? Ich so, Hanna! Hanna, wenn du das siehst, es gibt Rache. Grün. Oh. Und jetzt ist die Zeit der Rache gekommen. Michelle und ich haben ein Werbeplakat gemacht für Erwachsenenwindeln mit Hanna als Werbegesicht. Und das hängen wir jetzt überall in der Stadt auf und zeigen es dann Hanna. Die wird es umbringen. Nee. Inkontinenz? Kein Problem. Mit den Better Dry Erwachsenenwindeln. Manchmal ist der Weg halt einfach zu weit. Manchmal ist der Weg halt einfach zu weit. Hey, wie glücklich sie guckt. Ja. Und sie so eine harte Beine hat. Voll am Licht. Das können wir nicht machen. Ja. Es ist gut, dass ihr keine Kontaktdaten drauf gemacht habt. So, für ein persönliches Gespräch holt sie bitte mal. Und dann irgendwann kommt sie hier so rein. Irgendwie fragen mich heute alle, ob ich ihnen beim Durchfall helfen kann. Tja, was macht man nicht alles, um das Business anzukurbeln? Ich hoffe natürlich, Hanna gefällt's auch. Das sieht ein bisschen aus wie so ein politisches Werbeplakat. Auch mit dem Haken gesagt. Stimmt. Macht jetzt euer Kreuz. Ich bin so nervös. Warum? Wie kommt vor ihr seid nervös? Da ist was im Busch. Nein, da ist nichts im Busch. Da ist was im Busch. Wo ist der Busch? Nein. Ja. Irgendwas was. Ja. Oh mein. Du bist so. Also wir haben ungefähr 500 Stück gedruckt. 500? Ja, in der ganzen Stadt verteilt. Das ist das so dumm. Dass wir gerade in der ganzen Stadt verteilt hast, da und da. Ja. Nur hier. Das ist meine Handschrift, what the fuck. Ich glaube, das ist meine Handschrift. Ich will gar nicht die Geschichte erfahren. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht.